Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind im Hauptmenü, das heißt irgendeine Ankündigung natürlich. Ich habe mir runtergeladen Far Harbor und es ist installiert, was überhaupt nicht lange gedauert hat. Das war sarkastisch gemeint. Natürlich hat es lange gedauert. Dann hat es irgendwie nicht mehr lange gedauert und ich weiß nicht, ich kapiere meine Internetverbindung nicht. Und ja, sonst nichts. Ja, gut. Wollte ich nur mal sagen. Weiß ja nicht, ob direkt eine Meldung kommt. Ich vergesse das irgendwie jedes Mal, wenn ein DLC installiert wird. So, und bevor ich irgendwas mache. Oh nein. Erstmal den Akku einstecken, weil der ist mir gerade, während ich Aufnahme begonnen habe, angezeigt worden. Hey, dein DualShock ist gleich leer. Also, machen wir da mal. Schön. Wir sind halb Level 63. Und ich glaube, dieses DLC ist, glaube ich, das erste, welches mehr so im Stil von Fallout 3 ist, wo man ein ganz neues Gebiet hat zum Erkunden, wo man irgendwie eine neue Weltkarte und all sowas hat. Und ja, nicht so wie beim Mechanist oder irgendwie sowas, Automatron. Gucken wir mal. Wenn jetzt hier ist, dieses DLC so 10 oder 19 € kostet, dann haben wir, glaube ich, schon bald das Maximum erreicht, ne? Weil ein Season Pass kostet ja 50 €. Ich glaube, mich hat man irgendwie so 10 € oder so spart und dann nur so 1 oder 2 €. Also kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Schade. So Far Harbor DLCs könnten sie ruhig mal öfter rausbringen. Statt hier so kurz ein paar Sachen zu bauen und so was. Aber ich beschwere mich hier nicht. Ich beschwere mich hier nicht. Ja, auch das Spiel so oder so Spaß auch ohne DLCs. Da kann das jetzt laden, danke. Aber wer weiß, was ja noch für Futures dazu kommen. Muss man ja mal sehen. Weil, okay, scheiß auf. Haha! Detektei, weit weg von zu Hause. Der Detektei Valentine an, okay. Aber ich habe mein Radio nicht dingens. Ich habe mein Radio aber nicht an. Gib einfach Bescheid, wenn du ein kleines. Na gut, dann machen wir halt so. Muss ich schon wieder mein Radio einstellen. Wo ich dann vielleicht auch nichts höre. Kannst du ins Büro kommen? Ich warte dort. Ich wiederhole. Das war's, ich mein Ellie Gott. Perkins von der Detektei Valentine mit einer. Boah. Meine Güte. Hätte ich auch direkt eingehen können. Aber ich muss aber kurz gucken. Ich weiß nicht, ob ich aus irgendwas gemacht habe. Ich habe viel dabei. Ich habe nicht viel dabei. Ich habe nicht viel dabei. Okay, gut. Perfekt. Dann können wir zur Detektei Valentine gehen. Und zwar mit Danze. Diamond City mal. Übrigens, in Diamond City spricht mich immer irgendeine Olle an. Ich glaube, die hat auch irgendwie eine Mission oder so, aber das müssen wir jetzt verschieben, leider. Weil jetzt kommt der DLC. Ha, Part 221. Also, da müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren. Immer das Aktuellste, ne? Ich glaube, das ist jetzt schon. Lass mich jetzt nicht lügen. Ich weiß nicht. 20. Letzte Woche irgendwann. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag. Was war letzte Woche Donnerstag? Was haben wir heute? Dienstag. Also 17., 16. irgendwie sowas. War das? Ja. Nein. Okay, dann gehen wir auf und machen irgendwas. Bei der Ellie. Die für uns eine Mission hat. Uns nach Far Harbor schickt, was ist ja irgendwie das größte Add-on so flächenmäßig sein soll, das gut, es dass je du da gab. bist. Während ihr beide, Nick und du, unterwegs wart, ist ein neuer Fall reingekommen. Bereit, Detektiv zu spielen? Ja, aber sicher. Erzähl mir mehr. Der Kunde ist ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll, vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Ich kümmere mich drum. Danke, Ellie. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste. In einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten.
Wir sind ja nicht direkt hingekommen, Mann. Wir haben schon wieder hier ein Spiel. Okay. Dann auf nach Fischerhütte. Nakano. So ist er doch, oder? Gut. Ich habe ja noch nicht meine ganzen Begleiter hier so gebracht, mich zu lieben. Meine Güte, ich muss halt mal irgendwas machen. Ich muss eigentlich nur... Oh, hier ist das. Okay. Ich muss eigentlich nur in eine Power Armor ein- und aussteigen mit Danze. Das reicht schon, glaube ich. So alle 2-3 Minuten. Das sollte ich vielleicht mal machen. Warte mal, wenn das hier vielleicht irgendwie mit Wasser oder so zu tun hat, sollte ich vielleicht Hancock mitnehmen. Ich glaube, dann mache ich jetzt auch. Muss ja nochmal zurück. Hast du einen Geigerzähler, Kumpel? Meiner ist in der Werkstatt. Du bist der Neue im Hauptquartier, stimmt's? Danke, dass du den Ort hier eingerichtet hast. Wäre schön gewesen, wenn es ein Feldbett oder so gäbe. Aber immerhin ist es hier sicher. Ist es doch, oder? Du solltest hier draußen keine Probleme haben. Ja, das hier ist definitiv besser als das letzte Loch, in dem ich war. Das war nämlich tatsächlich nur ein Loch im Boden. Es kommt ein Paket rein. Du weißt schon, ein Paket. Ich habe ihren Fluchtweg geplant. Ein neuer, ein Tourist, wird uns helfen. Aber der Typ hat derzeit große Probleme. Wenn wir ihm bei denen helfen, hat unser Paket eine kuschelige Hütte, in der er sich verstecken kann. Verstehe. Keine Ahnung, womit du es zu tun haben wirst, aber du musst dich darum kümmern. Ich markiere es dir auf der Karte. Geh dorthin und tu, was Agenten halt so tun. Dann ist alles gut für K8. Ich sorge dafür, dass er aus dem Commonwealth rauskommt. Okay. Cool. Sprich mich irgendein zufälliger Typ hier einfach dran. So, jetzt gehe ich nochmal zurück und hole mir Hancock ab. So, 8 Minuten. Wir haben immer noch nicht das DLC betreten. Gott verdammt. Okay, was soll's. Da ist mir gerade so reingekommen irgendwie, dass ich vielleicht Hancock mitnehmen sollte. Weil, ja, bei Danze kann ich, wie gesagt, leicht Punkte kriegen. Curry muss ich auch noch. Ah. Warum brauchen die alle so viel Liebe? Und Strong, der kommt ja auch noch. Leichen fressen muss ich ja dafür. Oh Mann. Muss halt irgendwie mal offscreen so regeln, dann kann ich... dieses eine Perk, wie auch immer das nochmal hieß, ja, wo man mehr tragen kann. Endlich auswählen, dann kann ich mehr tragen und dann kann ich mehr Schaden aushalten und so. Und dann ist Überleben anscheinend nicht mehr so schwer. Oder? Ja, wo ist Hancock? Wahrscheinlich wieder hier unten, ne? Die wissen ja nicht irgendwie, wenn man ein Haus betreten kann, glaube ich. Ich würde jetzt mal schon wieder versuchen, ein paar Änderungen zu machen. Ein bisschen schmaler hier alles. Weil das nutzt sowieso hier niemand alles. Bist du bereit, Lust? Ja, legen wir los. Na klar. Gut, dann nochmal. War jetzt voll verblödet, aber was soll's. Ich trink mal was. Weiß nicht wieso, ich in den letzten Aufnahmen mit so Kehlenprobleme bekomme. Ich glaube, ich verlerne das Let's Play irgendwie. So nach einer halben Stunde oder so tut schon meine Kehle weh. Das geht irgendwie nicht. Kann irgendwie nicht sein. Du warst nicht da, beim Switchboard. Eines Tages wird das Institut uns alle töten, ich sag es dir. Okay. Ich habe auch andere Dinge gesehen. So. So, machen wir endlich mal weiter. Weiß nicht, ich glaube, ich habe die letzten Waffen, die Waffen, die ich beim letzten Mal hatte. Oder so, keine Ahnung. Da ist ein Ort, gehen wir mal dahin. Nein. Machen wir erstmal irgendwas anderes. Was haben wir denn hier noch für Waffen? Auf mal. Wow, meine Munition wird echt knapp. Musste andere Waffen in Erwägung ziehen. Was ist das? Das ist Hintergrund einfach nur, ne? Und da bewegt sich was? Nein. Ich denke nicht. Hey, ist das nicht der Ort, wo wir mal von allen möglichen... Der ist in der Nähe der Irrenanstalt, ne?
Tatsächlich der Ort, wo wir von allen möglichen Gegnern hier mal umzingelt worden sind. Einmal von Raider, Supermutanten, Ghoulen, Myologs. Ich bin mal offscreen zu einer Dingens gegangen, zu einer meiner Siedlungen, die angegriffen worden sind. Wir wurden von zwei Fraktionen angegriffen. Bei ungefähr 20 Leute. Das war auch nicht normal. Ich mich gar nicht drum gekümmert. Weil wenn ich mich darum gekümmert hat und wenn ich mich darum gekümmert hätte und da mitgekämpft hätte, dann wären auf jeden Fall Dutzende Leute gestorben. Und wenn ich ja nicht dahin gehe, wenn jemand angegriffen wird, dann passiert nichts. Also habe ich halt ein bisschen Zerstörung und so zugelassen, aber niemanden verloren. Ich kann was? Was? Wo bin ich? Ach, das haben die jetzt außerhalb der Karte gemacht. Und wie ich in diese Richtung gehen kann. Ah. Wie soll man denn hier auf normalen Weg hingehen? Hier ein bisschen kryptisch aus. Ah. Aber geht anscheinend weiter. Sehr gut. Ah. Sag mal, die Ecken hier von einigen Orten hier abgrasen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Ecken, wo man so weiter kann. Hallo, na? Bin clever irgendwie da reingepackt in dem Ding. Da werde ich mich aber nicht hinteleportieren können. Glaube ich. Doch, muss doch irgendwie. Hallo, na? Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Warum ist das so laut? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Warum spricht ihr so laut? Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Er war richtig laut. Ich hab den Fernseher voll leise. Ja, hört er das? Der redet nicht die ganze Zeit so laut. Hi. Was? Wer bist du? Es ist ja wieder leise. Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Ich gehöre zu Detektiv Valentine. Du hattest um Hilfe gebeten? Oh, Gott sei Dank. Du musst dich sofort an die Arbeit machen. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Das spielt jetzt keine Rolle. Boah. Du musst mir helfen, meine Tochter zu finden. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich bin hier, um zu helfen. Erzähl mir, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Was gerade gleiche Szenario wie in Fallout 3. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Wie sagt DLC nochmal? Finde sie, bitte. Ich finde sie. Keine Hancock? Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Verdammt. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Was das gleiche Szenario wie in Dingens hier. Von... Aber wie ist er nochmal DLC? Wo man hier zu diesem Sumpfland gehen musste. Da hat die sich in so einen Kult angeschlossen. Die Tochter, hallo. Projektprotokoll. Küchenmixer. Die Schaltkreise sind noch gut, aber die Mechanik ist durchgerostet. Aluminium. Vielleicht kann ich... Okay, Leute. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Brauchen wir sonst noch was aus der Stadt? Was? Du gehst jetzt? Ah! Warte, Papa, ich könnte mitkommen. Es wäre besser, wenn ich allein gehe, Kazumi. Keine Angst, ich habe deine Liste. Du weißt bei der Hälfte der Liste doch nicht mal, was es ist, Papa. Ich kann dir helfen, echt. Ich habe Nein gesagt. Ich... Tut mir leid. Du bist hier sicher, okay? Bleib mir zuliebe hier.
okay. Ja, die klingt total erwachsen. Ich weiß, dass du enttäuscht bist, aber ich bleibe nicht lange weg. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Papa. Oh, Fernseher. Projektprotokoll. Radiation King Fernseher. Mama sagt, dass die Dinger vor dem Krieg tatsächlich Bild und Ton übertragen haben. Sie hat außerdem erwähnt, dass man noch einzelne Ruinen der Fernsehstudios findet, wenn man in die Stadt geht. Natürlich war sie nicht begeistert, als ich fragte, ob wir da mal hingehen könnten. Ich schweife ab. Ich konnte die Vakuumröhren reparieren und habe den Strom zum Laufen gebracht, aber, naja, es gibt kein aktives Signal, das das Gerät empfangen könnte. Ich werde ihn wohl einfach ausschlachten. Ja, weil es keine Dinge mehr gibt. Ja. Hallo? Test? Projektprotokoll. Holoband-Abspielgerät. Konnte das Ding zerlegen und etwas bauen, was leichter zu bewegen ist. Großvater sagt immer, dass man Aufzeichnungen machen soll, wenn man mit etwas anfängt. Für den Fall, dass man sie später braucht und so. Also, dann mache ich das mal. Vielleicht erstmal eine Liste aller Teile, die ich gefunden habe? Kasumi, dein Vater braucht Hilfe mit dem Boot. Komm gleich. Oh, verdammt. Habe ich das aufgenommen? Okay, dann ab sonst. Obwohl, sprechen wir erstmal mit denen. Mr. Nakano, hattest du Fragen zu meiner Tochter? Wieso ist deine Tochter wirklich verschwunden? Deine Frau sagt, sie wäre gegangen. Ich weiß, was es sie wäre mit vermissten Kindern zu tun hat, also. Kasumi ist clever, aber sie weiß nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Nicht wie ich und Ray. Warum sollte sie einfach ihre Familie verlassen? Ohne Erklärung. Jemand hat sie dazu gebracht, ihr sicheres Zuhause zu verlassen. In jeder Minute, in der wir nicht nach meiner Tochter suchen, ist ihr Leben in Gefahr. Ach, Mann. Kannst du mir sonst noch was über Kasumi sagen? Zum Beispiel, wie sie aussieht, hat wer vielleicht... Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sie ist mein kleines Mädchen und weiß nicht, wie gefährlich diese Welt ist. Wie sieht sie aus, hallo? Zulassen dürfen, dass ihr wäre vielleicht ein bisschen nützlich. Wie man diese Maschinen repariert. Erzähl mir mehr über dieses Funkgerät, das sie reparieren wollte. Ich versuche immer und immer wieder, das verdammte Ding zum Laufen zu bringen. Aber nichts. Ich dachte, dass sie es einfach nur zerlegen oder einen Toaster daraus bauen wollte. Wie sonst immer. Jemand hat Kontakt mit ihr aufgenommen und sie dann entführt. Mein Gott, welcher kranke Psychopath hat meine Tochter? Ihr Großvater. Er hat ihr beigebracht, das Funkgerät zu reparieren? Seit sie gehen kann, ja. Ihr Großvater hatte ein Talent für Maschinen. Und Kasumi hat es von ihm geerbt. Er ist vor kurzem gestorben. Früher hat er die Ruinen im Süden nach Teilen durchforstet. Ich habe ihm immer gesagt, dass er zu alt dafür wird. Ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Beeil dich. Mrs. Nakano. Ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Ja, wie sieht sie aus, damit ich sie erkennen kann? Ich würde gern mehr über Kasumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Nein, nichts, Detective. Ich möchte dich nicht ablenken. Ha. Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem... Ich weiß noch, wie aufgeregt Kasumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum? Erstmal nicht mehr. Okay. Dann Zimmer. Wir sind noch mehr Holobänder. Patronen.
Noch mehr. Lampe. Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Okay. Ich nehme mal an, das hier ist ihr Zimmer. So. Funkgerät. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Okay. Träume. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere. Sei ruhig, ich muss das hören. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. So, also mit Tagebuch. Neues zum Projekt Funkgerät. Die Reichweite von diesem Ding ist schrecklich. Nicht als Rauschen und gelegentlich als verrückte Gefühl, das als Gerät mit mir spricht. Ich werde versuchen, Deckungsbreite zu erhöhen. Im Großvaters Boothaus gibt es viele Elektroden. Dieser nautischen Navigationstechnik, mit der er experimentiert hat, muss es bestimmt was geben, was weiter entfernte Frequenzen empfängt. Wo ist nur wieder mein Schlüssel für den Safe? Kein Ding, das schließe ich einfach auf. Okay, dann zum Bootshaus nehme ich an. Stand das da? Erstatte den Betreuerbericht, was? Hat schon erledigt? Okay. Gut, dann gehen wir mal zum Häuschen. Ohmsches Gesetz, wie ging das nochmal? Das kenne ich sogar. Ich habe keine Ahnung, wie das lautet. Ich hatte Omega hier. Omega-Zeichen? Nee, irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich nehme mal an, da soll ich hin. Erschrecke er mich nicht so. Aber das hier. Ja, hallo? Da wollte er mich einfach nur schicken. Ja, komm. Wenigstens das Ding schon mal finden. Was ich finden muss, den Schlüssel oder irgendwie so weit. Opas Notiz. Meine liebe Kasumi, solltest du in Safe nicht aufkommen, findest du die Antwort hier im Bootshaus. Wie der wohl Schlüssel sein könnte. Alles liebe Großvater. Ja, wir brauchen schon Schlüssel. Ist das eine Optionalmission? Ach, wir brauchen schon Schlüssel, wenn man 99 H-Klammern und mein Schloss Knackskill hat. Verdammt. Noch was hier. Setzte Holoband. Projektprotokoll. Ich selbst. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht, wer oder was ich bin. Aber, mein Gott, wo fange ich an? Das Funkgerät. Ich hatte recht mit der Reichweite. Ich konnte ein Signal empfangen. Ein starkes Signal aus dem Norden. Da oben sind Leute. Sie sagen, dass sie alle Synth sind. Synthetische Menschen. Erschaffen vom Institut. Und sie ist auch ein Synth, oder? Sie wollen einen Ort für ihresgleichen bauen, an dem sie sie selbst sein können und an der Seite von Menschen als Synths akzeptiert werden. Das hört sich wunderbar an, aber dann ging es um mich. Und Fragen kamen auf. Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Ich meine, ich hatte schon immer ein
komisches Gefühl. Als gehörte ich gar nicht hierher und es gibt Dinge in meiner Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Und dann diese seltsamen Träume. Ich werde weggehen. Mich mit diesem Zünst treffen. Ich muss die Wahrheit über mich herausfinden. Sie haben gesagt, dass ich nach Norden in eine Stadt namens Far Harbor segeln soll. Von dort aus finde ich sie dann. Okay, dann würde ich sagen, das macht man in der nächsten Folge. Also mit dem Faller sprechen, wo sie jetzt hin ist. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.